Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 im 43er DLC Rostov-Mission. Ja, wir sollen sie einkesseln, die Russen. Das sieht insgesamt eigentlich ganz gut aus. Wir müssen auch 118 Einheiten killen, haben da jetzt fast schon die Hälfte davon auch rausgenommen. Und haben jetzt den Kessel auch fast schon geschlossen. Ich würde sagen, wir gehen mal in Rundenwechsel, wie immer zu Beginn der Runde. Und dann schauen wir mal, oder zu Beginn des Videos, dann schauen wir mal, was hier noch so Schönes passiert. Ja, er fokussiert jetzt natürlich den Flugzeugen hier die Kesselaktion. Das war zu erwarten. Dadurch werden die hier unten ein bisschen entlastet. Das war, dass er den Tiger nochmal angreift, habe ich jetzt am Ende der letzten Folge ja schon gesagt. Oder prognostiziert. Und er kommt hier nicht wirklich weiter. Ne? Er weiß nicht so richtig, was er mit seinen Infanteristen da machen soll. Und ist ziemlich lost. Da greift er jetzt den Panther mit einem Panzer an. Ja, alles gut. Aber das müssen auch echt schlechte... Ah ja, gut, der hat nur einen Stern. Ich wollte schon sagen, das müssen echt schlechte Einheiten sein, die da stehen. Wenn er es einfach nicht schafft, da... die hier rauszunehmen hier, also unsere KI-Kameraden, ne? So. Jetzt gucke ich gerade, wie wir hier fokussen. Sehr schön. Das ist so geil. Okay, ich nehme mal die einfache U. Oh, ehrlich jetzt? Ah, er schafft es trotzdem, sie rauszunehmen. Sehr gut. Jetzt könnten wir natürlich da auch schon, aber wisst ihr was? Wir brauchen die Us da drüben dringlicher. Und unsere Jäger kommen da zum Glück noch hin, an denen da nicht mehr. Nimm ihn raus. So, und die verlegen wir. Den frischen wir auf. Und den verlegen wir aus. Auch erstmal können wir dann immer noch auffrischen. So. Dann der Fokus auf die... Ach, jetzt ernsthaft? Was soll das denn? Tschüss. Wir müssen uns ja nicht gezwungenermaßen permanent mit dem Gegner auseinandersetzen. Ziehen wir uns halt erstmal ein Stück weit zurück. Das geht natürlich auch. So, hier geht die Arti mal auf die Anhöhe dort. Der Mörser ist jetzt die Frage, wo wir den hinstellen. Der kann mal da hinter dem Panther gehen, um da ein bisschen zu supporten. Jetzt könnten wir hier mit dem Panther auch schon angreifen.
Ach guck mal, der Tiger macht ja sogar. Wie auf die Art, die drauf gehen wird. Ach guck mal hier. Aber das ist eine dumme Idee, dadurch steht die Art nämlich ungedeckt da. Das ist jetzt nicht das, was man tun sollte. Wir unterdrücken die einfach immer weiter, was soll's. Okay, und hier oben sieht's jetzt... Ach, warte mal, die können auch mal angreifen. Steht er auf einem erhöhten... Oder steht auf Hügeln, das ist... Das kann wieder in die Hose gehen, wenn der Tiger da auf dem Hügel steht. Decken ihn mal. Okay. So, und sie gehen weiter nach hier unten. Okay. Rundenwechsel. Mal gucken, was passiert. Ach, jetzt. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe? Shit, ich habe vergessen, die Flak ranzuziehen. Ach, ich blöd, Mann. Ja, das war jetzt eine blöde Aktion, das hätte ich dran denken müssen. Ich habe die extra am Anfang nicht gezogen, damit ich sehen wollte, wo ich sie am Ende hinstelle. Ja, genau, das meinte ich. Der Tiger auf dem Hügel. Mm. Ja, Tiger auf dem Hügel ist immer eine schlechte Idee. Eieiei, das ärgert mich gerade. Das hätte man besser machen können. Aber er nutzt die Gelegenheit nicht wirklich. Wobei, das ist auch keine schlaue Idee. So, Pioniere. Jäger. Der Flugplatz ist voll, oder was? Verdammt. Okay, dann müssen wir das mit denen hier machen. Platz scheint wirklich voll zu sein. So, jetzt können wir uns hier auf die Infanteristen stürzen. Wobei, ich mache ja schon den dümmsten Fehler schlechthin. Warum schicke ich denn die W... Die gute W auf ein ungedecktes Feld. Dann geh doch wenigstens dahin und nimm die raus und du kümmerst dich um die. Das sind doch jeweils Jäger. Manchmal, oh Herr, denkst du aber auch einfach nicht mit. So. Perfekt, das ist doch schon mal besser. Tiger kann sich nicht nochmal bewegen. Hier haben wir auch noch eine Su stehen. Da habe ich natürlich keine Flugzeuge mehr. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Ach doch, ich habe ja noch eine. Habe ich ja sogar noch. Dann nimm die Inas mal raus. Okay, das heißt,
Wenn wir jetzt hier hingehen, wird die wieder eingekesselt. Das ist perfekt. Und ich komme mit dem Tiger immer noch nicht drüber. Aber wir können jetzt hier die Einheit rausnehmen. Oh, er kommt nicht weiter. Die Pack steht da trotzdem noch. Okay, dann können wir ihn aber wenigstens auffrischen. So. Die Frage ist, ob wir jetzt hier schon den Mörser... Ach komm. Gehen wir nochmal in den Rundenwechsel. Wir sind bei 73 von 118. Und er hat da unten noch ein paar nervige Artillerien stehen. Ach lol, jetzt kommt er dort mit Panzern an, oder was? Was ein Schwachsinn. So, okay. Jetzt nehmen wir mal die Pack raus. Nehmen die Pack jetzt raus! Die gehen dahin. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Jäger, den... Ja, jetzt fehlt hier ein Flugplatz, verdammt. So, die Art. Ach so, Quatsch, die hatte ja schon geschossen. Die hier. Nein, meine Güte, die hier. Ah, der Tiger kommt da nicht ganz hin. Der kommt auch nicht hin. Okay, aber einen Flugplatz haben wir hier halt wie gesagt nicht nochmal. Das ist ein bisschen schade. Schafft es nicht, die rauszunehmen. Gehen die wenigstens raus? Ja. Okay. So, hier unten, die können wir erstmal nochmal auffrischen. Die
Die sehen nicht so fit. Also müssen wir hier mal die Zange so ein bisschen schließen. Hier haben wir noch einen Jäger, wo wir aktuell halt nicht so richtig wissen, wo man den hinstellen soll. Wobei wir könnten... Also richtig den Finger in die Wunde legen. So, pass mal auf. So, wenigstens ein paar da hinlegen. Der Flugplatz hier wäre natürlich geiler. Ah, natürlich noch ein Flakpanzer da unten stehen. Die Nase. Natürlich hat er noch einen Flakpanzer dort stehen. Eieieiei. Wir sind bei 82 von 118. Es sind also nicht mehr so viele Einheiten, die er da noch hat. Ach du Scheiße. Die Garde. Das könnte jetzt ekelhaft werden. Ja, die Garde zwar auf dem Flussfeld, aber unsere waren ziemlich runtergeschossen durch die Artillerie. Ernsthaft. Und er schafft es nicht, diese Einheiten dort von dem Flussfeld runterzukriegen. Unfassbar. Das ist seit 11 Runden das gleiche Spiel. So, Überlebenskämpfer, das ist gut. Die müssen wir sofort auffrischen hier. So, mal gucken, wie wir hier den Fokus legen. Eieiei. So, auffrischen. Na los, greif an. Lol. Warum habe ich die jetzt... Jetzt sind sie eingekesselt, okay. Das ist sehr, sehr praktisch. Damit sind die erstmal abgeschnitten. Ja gut, und hier bleiben wir einfach so stehen, oder was? Er uns jetzt wieder mit seiner scheiß Artillerie da auf den Sack geht. Gucken wir doch mal, wie es hier weitergeht. Viele Einheiten scheint er da ja aber auch nicht mehr zu haben, oder? Nö, da ist tatsächlich kaum noch was. Ja gut, dann versuchen wir da jetzt halt die Einheiten da abzuschneiden. So, was sagt er denn jetzt? Mein General, some of our forces have seized control of enemy heavy tank depot. We've commanded a handful of vehicles and you can access... Okay, haben wir schwere Panzer gefunden. Ne, warte mal, das ist jetzt gerade ziemlicher Scheiß, den ich hier mache, weil die Gefahr, dass er jetzt aus der Richtung kommt, die ist schon nicht so klein. So, wir müssen halt jetzt irgendwie gucken, dass wir die Stadt mit den Pionieren angreifen.
Flugzeuge scheint er ja, glaube ich, keine mehr zu haben. Mal gucken, ob wir das jetzt in den letzten 10, 12 Minuten sogar noch schaffen hier, die Mission. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Hier ist noch ein Tiger. Den führen wir jetzt mal hier oben rum. Der kann dann von hier oben mit reinstoßen. Und eigentlich, ich weiß nicht genau, ab wann wir dann die Einkesselung abgeschlossen haben, aber dann müssten eigentlich die Einheiten auch... Komm, wir gehen das Risiko mal ein. Und nehmen uns da mal den Flugplatz. Okay. Gut. Rundenwechsel, oder? Mal gucken, ob er drauf reagiert, ob er sich zurückzieht und Rostov wieder... Nee, nö. Das scheint nicht sein Fokus zu sein. Definitiv nicht. Ach, ein Brummbär. Wie cool. Obwohl, doch, oder? Es ist... Das war's schon wieder. So, die Pioniere... Den hier nochmal auf. Nehmen uns da die letzten... Ach, guck mal, jetzt sind die eingekesselt. Ich glaube, wenn wir das letzte Feld einnehmen, dann, glaube ich, geht die Einkesselung los, oder? Acht von acht. Nö, anscheinend immer noch nicht. Flugzeuge hat aber definitiv keine mehr. Deswegen spielen wir das jetzt mal so. Die stellen wir mal dort auf. Der Mörser wird nochmal aufgefrischt. Der Tiger kommt von hier oben. Die holen sich mal den Punkt. So. Die Garde... Sehr schön. Damit ist er jetzt ziemlich abgeschnitten hier. Die können raus. Und dann drängen wir sie hier erstmal weiter in die Einkesselung. Sehr schön. Hier würde ich jetzt erstmal alles so liegen lassen. Er hatte ja noch einen Flugabwehrpanzer da. Ganz ehrlich, der interessiert mich gerade einen Scheiß. Wir rotzen da jetzt einfach drauf. Und hier holen wir uns dann auch die Einheiten entsprechend. Der Tiger. Geht mal dahin. Und dann gehen wir nochmal einen Rundenwechsel. Viele Einheiten hat er ja nicht mehr. Wir sind bei 94 von 118. Da ist sein Flugabwehrpanzer. Soll er machen. Aber ich frage mich, wie ich die da eingekesselt kriege. Es ist mir im Moment noch ein Rätsel. So, und bei denen machen wir erstmal gar nichts. Ich würde jetzt mal versuchen... Hallo, geh da mal da... Liebe Hummel, geh da mal da hin. So, und hier...
Ach du lieber Himmel. Da steht ja sogar noch was. Aber eingekesselt sind die trotzdem noch nicht, ne? Jetzt sind sie eingekesselt. Sehr schön. So, der Mörser zieht nochmal nach, was wir ihn nochmal brauchen. Und hier geht's jetzt gegen die... So, und jetzt können wir da auch eigentlich die Use einsetzen. Dass wir vor allen Dingen hier die letzten Punkte auch noch kriegen. Die bringen ja alle Prestige, ne? So. Und legen die mal wieder ein Stück hier rüber. Da können wir sie nämlich besser Richtung Westen wieder einsetzen. Und dann würde ich sagen, sitzen wir das jetzt einfach stumpf aus. Er wird versuchen, was zu machen, aber je länger es dauert, desto mehr ist er halt unterdrückt und kann auch seine Einheiten nicht mehr aufmunitionieren und dementsprechend wird es dann auch gleich zu Ende sein mit ihm. So. Sekunde. Ja, er versucht halt nochmal übers Flussfeld zu kommen, aber das kann er sich mal schön abschminken. So wie es hier. Das ist ein Jäger. Hier ist noch eine U. Oh, die kommt da nicht hin, ey, ernsthaft. Wo sind denn jetzt, wo sind die andere? Die ist hier oben, ne? Okay. Naja, das sind halt jetzt schnelle Runden. Da muss man jetzt einfach abwarten. Je weiter er unterdrückt ist, desto weniger Kampfkraft wird er haben. Und je öfter er schießt, desto weniger wird er in Zukunft schießen. Ernsthaft. Er geht extra in den Sumpf, um an meine Party ranzukommen. So. Dann nehme ich ihn raus hier. Gut, die Pioniere da oben hin. Und der Tiger bewegt sich. Hier haben wir noch eine W. Die kann auf die Arti drauf. Wir sind bei 109 von 118.
geil, die macht sogar noch Schaden. Müssen wir hier unten eigentlich noch irgendwas? Ach, guck mal, die Infanteristen habe ich ganz vergessen. So, die sind noch nicht vollständig unterdrückt. Weg. Weg. Einnehmen. 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 So, jetzt ist das komplett in unserer Hand. Da oben ist halt noch ein Punkt. Ich weiß nicht, ob wir da rechtzeitig hinkommen. Hier ist noch ein Tiger. So, dann zack. Sind hier noch Einheiten? Warum ist denn hier das Einkesselungsfeld so weit angezeigt? Hier sind doch gar keine Einheiten mehr von ihm. Wir versuchen mal noch hier ranzukommen, wobei das wird schwierig. Die Arti. Die gehen raus. Da ist noch eine Pack. Okay. Irgendwo was übersehen. 115 Einheiten. Guck mal, da holen wir uns den Punkt da oben auch noch. Ziehen wir das jetzt ein bisschen künstlich in die Länge. Er jetzt nicht hier irgendwie noch was eine Aktion macht. Ach komm, ehrlich jetzt. Ich will auch die Prestigepunkte haben. Das war aber. Also dafür, dass wir mit einem erhöhten Schwierigkeitsgrad gespielt haben, hat sich hier eigentlich jetzt gar nichts groß geändert. Okay, naja, du, dann noch eine Runde, dann haben wir es. Der Punkt ist natürlich jetzt von der anderen deutschen KI eingenommen worden und nicht von mir. Jetzt ist vorbei. Okay, den Punkt kann man nicht mehr einnehmen, wenn sie da draufstehen. Alles klar. Rostov 43. In this alternate history, Manstein's daring plan to trap Soviet reinforcements against the Sea of Azov resulted in an encirclement comparable to the mass surrenders that took place during Barbarossa's largest success in 1941. Thousands of Soviet fighting vehicles and hundreds of thousands of troops were captured near Rostov, totally derailing Soviet plans to continue their advance to the Dnieper River and Kiev. Between Soviet losses at Kursk and Rostov, a quarter of the Red Army's total manpower and half of its tanks would be lost. While devastating and once again giving Germany the upper hand on the Eastern Front, the magnitude of these losses merely put the Soviets back on the defensive footing, far from being a war-ending defeat. Das klingt ja schon mal recht gut. Da bin ich natürlich gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt Game One Fan, Gorwin, Kulle, Kyrtano, Carbine und Yukon. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.